Willkommen zu einem neuen Super Mario Maker Video. In diesem Video könnt ihr eure Level-IDs in die Kommentare schreiben, sodass ich die spielen kann. Und für die Leute, die nicht wissen, wo die IDs stehen, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Und sobald ihr halt eure Level-IDs in die Kommentare geschrieben habt, seid ihr auch direkt gleichzeitig damit einverstanden, dass ich die natürlich auch spiele und ja halt im Video online zeige. Und da sieht man natürlich auch den Namen und so weiter, aus welchem Land ihr kommt und so. Also, ne, da müsst ihr direkt auch damit einverstanden sein. So, dann kann man direkt hier schon unter dem Bild sehen, die ID. Die ist vielleicht nicht sichtbar oder schon sichtbar, wenn man die aktiviert hat. Auf jeden Fall ist hier so ein ID-Zeichen. Wenn man da drauf drückt, kommt das direkt. Also einfach so aufschreiben, wie sie hier steht. Am besten ja eigentlich mit den Namen des Levels und welches Design das hat. Also Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World oder New Super Mario Bros. U. So, dass ich auch in die Parts halt Abwechslung reinbringe. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr viele in die Kommentare schreibt und ob auch meine Level spielt. Ich zeige die jetzt kurz mal von jedem. Also ich habe schon länger keine mehr hochgeladen und weil mir auch ein bisschen die Zeit fehlt. Deswegen, manche sind etwas neuer und manche sind noch ganz alt, also ohne Checkpoints und so weiter. Deswegen, ihr könnt ja natürlich dann auch in die Kommentare schreiben, aber bitte dann in den anderen Videos, wie ihr meine Level findet und so weiter. Und dieses Video soll einfach nur für die Level-IDs da sein, dass ich das den besseren Überblick darüber habe und nicht durcheinander komme. So. So, das Level davor, das war jetzt die zweite Version mit Checkpoints. Ich habe noch die alte Version. Wer es das schafft, das zu schaffen, da muss ich echt Respekt zeigen, weil das ist echt nicht leicht. Hier, dieses, da habe ich, 14 Stunden habe ich dafür gebraucht, Minimum. Also ich habe es ja nochmal ganz überarbeitet in der zweiten Version. Deswegen, das ist schon richtig schwer. Aber ich will die jetzt noch nicht spielen, sondern euch erstmal die Chance lassen. Und dann werde ich auf jeden Fall noch in einen Part spielen. Aber ich will euch erstmal ein bisschen die Zeit lassen, um die Level selber zu schaffen und nicht erstmal direkt die ganzen Lösungen zeigen. So, hier zeige ich noch meine Statistik. Die kann eigentlich jeder einsehen. Aber, ne? Vielleicht, ja, ich zeige es einfach mal. So, ich habe schon 233 Sterne. Da bin ich auch sehr stolz drüber, weil ja, die sind nicht ganz leicht zu bekommen. Also in den Sternenranglisten sind manche Level dabei, wo man denkt, die haben gar keinen Stern verdient. Deswegen finde ich das sehr komisch. Und ja, wenn man hier sieht, 3000, 4000 Sterne und so weiter, ne? Deswegen bin ich eigentlich mit meinen Leveln, dass sie überhaupt Sterne haben, sehr zufrieden. Und das bestbewerteteste Level ist das hier. Ein Don't Move Level mit 107 Sternen. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, dass ich viele Level eingesendet bekomme.